Israelische Siedler haben am Abend im Westjordanland ein Dorf angegriffen und dort einen Palästinenser erschossen. Ein zweiter Mann wurde angeschossen. Das israelische Militär teilte mit, man habe einen der mehreren Dutzend Angreifer auf das Dorf bei Nablus festgenommen. Israels Präsident Herzog verurteilte den Vorfall. Eine extremistische Minderheit füge dadurch dem Ruf des Landes in einer besonders schweren Zeit großen Schaden zu.